Der Schutzschirm für die Banken war vielleicht unvermeidlich. Viel wichtiger für die Linke ist aber ein Schutzschirm für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Immer mehr von ihnen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Hier muss gegengesteuert werden. Der Staat muss viel mehr Geld ausgeben, um Ersatzarbeit zu schaffen über öffentliche Investitionen. Wir müssen uns auch, was die Beschäftigung im öffentlichen Dienst angeht, an unseren Nachbarländern, etwa im Norden, orientieren. 1 Million zusätzliche Arbeitsplätze würden helfen. Darüber hinaus müssen die Betriebe gerettet werden, die gerettet werden können. Untätigkeit ist jetzt nicht angebracht. Der Streit in der Koalition schadet denjenigen, die jetzt auf Rettung hoffen. Zudem muss das Arbeitslosengeld verlängert werden, falls die Arbeitslosigkeit die eine oder den anderen betrifft. Insgesamt aber müssen wir aus der Krise lernen. Die Arbeitnehmer müssen viel mehr als in der Vergangenheit mitentscheiden können über ihr Schicksal. Wir brauchen endlich Belegschaftsbeteiligungen und Mitbestimmungen. Das muss die Antwort auf die Krise sein.